Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Part und heute machen wir jetzt weiter. Wir sind bei Thomas Morland und müssen jetzt mit ihm sprechen. Und jetzt reden wir weiter. Ich glaube, ich weiß, wie man Herrn Campbell aufhalten kann. Ich muss nur einen Weg finden, um beweisen zu können, dass dieses Land mir gehört. Es gibt eine Besitzerurkunde für die Morlandstelle, die mein Vater vor 50 Jahren von der Baroness Silverglet erhalten hat. Ja, sie ist diejenige, die dort oben im Schloss wohnt. Ich habe überall in den Büroarchiven geguckt, aber ich kann die Papiere nirgendwo finden. Ich habe eine Idee, wer vielleicht mehr wissen könnte. Unsere alte Buchhalterin, Frau Holdsworth. Sie weiß alles über unser Unternehmen und sicherlich auch, wo die Papiere sind. Sie ist letztes Jahr in Rente gegangen und vertreibt sich die Zeit jetzt damit, um eine Obstplantage in der Nähe der Stelle zu kümmern. Geh zu ihr und frag sie, sie müsste in der Lage sein, die Papiere zu finden. Du findest sie östlich der Morlandstelle. Ja, das machen wir auch gerne. Dort ist es. Okay, das kommt. Da müssen wir hin. Ich weiß, wo Frau Horsthoff ist. Ich weiß das. Ich gehe natürlich über den Weg wie so ein braves Mädchen. Ich kann keine Spielzäune springen. Ich kann natürlich aus der Pokédex, dass man springen kann. Brrr, ruhig. Hallo du, was kann ich für dich tun? Ja, jetzt reden wir mit der Frau Horsworth. Lass mich nachdenken. Ich glaube, da gab es eine Besitzurkunde, aber ich glaube, die ist vor ein paar Jahren verloren gegangen, als Thomas Morlands Frau Katharina während der Geburt ihres Kindes starb, hat Thomas all sein Interesse für Papiere und Dokumente verloren und wollte nur noch Zeit mit seinen Pferden verbringen. Alle Papiere wurden in einer Kiste an Katharinas Vater geschickt und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich die Urkunde in dieser Kiste befand. Ja, der Vater ist Chesmer Holbrook und das Kind, das geboren wurde, ist Justin Morland. Chesmer macht Justin für Katharinas Tod verantwortlich und die beiden haben seit 20 Jahren nicht miteinander gesprochen. Ist eine Tragödie, dass ich rede jetzt mal richtig, wie die reden soll. Diese Fehde schon lange andauert. Aber wenn irgendjemand die Urkunde hat, dann ist es der alte Herr Holbrook. Es wird nicht einfach sein, ihn zu überreden, dir die Kiste zu überlassen. Du findest Chesmer bei den nördlich-östlichen Feldern. Viel Erfolg. Ja, das nehmen wir auch gerne an. Was man findet, ist es. Na bloß, ich glaube, es schneit schon. Ich bin so schlau, schnell aus dem Haus. Oh, da liegt auch was. Oh, man fängt an. Okay, ich glaube, das auch. Das muss dann auch hier stehen. Das war's schon von heute jetzt. Okay, nee. Weil da steht nächstes noch nichts gekommen. Hopp, schneller. Ach nein, das ist auch schon das Haus. Aber das können wir aber fix, weil die Folge geht ja nicht lang, ich glaube 2 Minuten oder so. Oh, wir können nicht weiter, schade. Ich glaube, hinten dran ist Silverkleid, wenn ich mich irre. Ich kann mir auch die Kiste machen. Oh. Ja, okay, nee, das ist doch, aber hier ist Silverkleid. Okay, gut. Das ist ja alles noch nicht freigeschaltet. Okay, wir können mit dem lieben Jasper reden. Du hast mich gefunden und jetzt kannst du auch schon wieder gehen. Nein, wir wollen nicht gehen. Wir reden jetzt erstmal mit dir, Chesper. Es ist mir doch egal, ob die Morlandstelle abgerissen werden oder nicht. Dieser verdammte Ort war das Ende meiner geliebten Tochter. Und ich verfluche den Tag, an dem sich meine süße Catherine und diesen Schlange von Thomas kennengelernt haben. Ich habe die Morlands für die letzten 20 Jahre gehasst. Aber wenn du glaubst, dass du jetzt ändern kannst, dann tut dir keinen Zwang an. Jetzt tauschen ab. Das war aber auch klar, dass der nichts hat. Oh, Schwester! Oh, ich bin Level 3! Ist ja cool! Ich mach meinen Chat auf. Hab ich überhaupt Freunde? Nein, ich bin beim Globalen. Lindelaugen, ich muss jetzt schlafen. Morgen ist bei mir der in der Schule Wandertag. Okay, ich brauch's eh nicht, weil ich bin auch super zugetreten und, ich habe auch noch keine Freundin so.
muss alles mal gucken. Vielleicht mit ihr, meine Freunde. Schreibt mir jetzt einfach mal in die Kommentare. Wenn du in dem Tempo reitest, bist du nicht so ein bisschen höhere Level. Weiter schieben, weiter steigt man schon viel schneller auf. Verschneit wirklich. Ich hab geholt auf jeden Fall. Was schießt du ihr? Oh. Sorry, ich bin voll falsch geritten. Ja, ich bläse. Okay, gut. Gut. Die ist erstmal langsam. Erstmal langsam hin. Danke. Okay. Aber auch klar. Auch wenn es nicht springt, dann geht ich nicht rein, aber. Ah, ich würde sagen, ich schaffe es weg, aber. Nee, es geht ja nicht. Hey, Anna, warst du bei meinem Opa besuchen? Dieser verrückte alte Mann hasst uns und würde nichts lieber sehen als ein abgestammter anstelle. Ja, da hast du wohl recht. Ich glaube, da können wir jetzt heute nichts mehr machen. Das heißt, wir gehen erstmal weiter. Der Spess ist ja noch versorgt. Auch. Keine Aufgabe. Nein, hier muss irgendwie noch Aufgabe sein. Hier ist nur gelb. Ja, ich glaube, draußen bei denen ist eine Aufgabe. Ich glaube, da schalte ich jetzt noch das Stopp. Ja, ich glaube, die Ratte ist verschwunden, ne? Nein, die Strecke mag ich jetzt nicht machen. Was ist mit Glück da passiert? Anna, hast du Loretta gesehen? Nein, sie ist auf der wilden Bobcat-Strecke ausgeritten und nicht zurückgekommen. Ich habe Angst, dass ihr etwas passiert ist, aber ich kann die Koppel nicht verlassen. Die anderen Bobcats sind alle unterwegs, um nach ihr zu suchen und ich muss hier bleiben. Falls jemand Neuigkeiten zurückkommt, ich weiß, du magst Loretta nicht so besonders, aber ich brauche wirklich deine Hilfe, um sie zu finden. Bitte reite zu den Klippen westlich von hier und suche dort nach ihr. Beeil dich, Anna. Ja, machen wir auch gerne. Ja, jetzt können wir wieder hoch, da, glaube ich. Oh, ist so geil. Können wir da hoch können. Das war voll die Abkürzung, also. Weißt du, davor konnten wir nicht da. Ach, na. Der mit der Baustelle. Lass mal anhalten. Der mit der GED. Ja, hier sind Baustelle. Halt! Diese Straße ist unsicher. Du darfst nicht weiter reiten, fahren oder laufen. Es gab eine riesige Goldwaldlinie und große Felsen blockieren die Straße komplett. Ob ich ein Mädchen auf einem Pferd gesehen habe? Nein. Aber ich hoffe, dass sie nicht dort oben unter den Schutthaufen liegt. Dann wäre sie nämlich platt wie ein Pfannkuchen. Pfannkuchen, was bist du, etwas immer noch hier? Ja, wir wollen wissen, was mit dem Mädchen ist. Nein, ich kann dich nicht passieren lassen. Auch wenn deine Freundin in Gefahr ist. Muss die Straße erst freigeräumt werden, bevor du weiter kannst. Das sind die Anweisungen, die ich bekommen habe. Ich werde diesen Ort nicht verlassen, bis Herr Campbell mir die Erlaubnis gibt. Du hast ja keine Ahnung, was er mit mir machen würde, wenn ich seine Anweisungen nicht befolgen würde. Wenn es so wichtig ist, warum gehst du dann nicht zu der Baustelle nordöstlich von hier und fragst Herrn Campbell persönlich, ob er nicht so einen Bulldozer schicken kann? Du findest Herrn Campbell in der Nähe von diesen wunderschönen Werbeplakaten. Ich habe wirklich keine Zeit für so ein Kram. Ich habe Hunger und niemand kommt, um mich auszulösen. Und jetzt geh schon zur Baustelle. Ja, machen wir auch gerne. Komm, da kann man runterreiten. Hopp. Okay. Ist eine Bank mitten irgendwo. Oh ja, ist ein scheiß Stein. Ja, okay, wir können das nicht überschreiten. Man kann auch mitten durch Lingo reiten. So was geht auch. Wir gehen jetzt noch zu Herrn Campbell und reden mit ihm. Und dann beenden wir auch die Folge. Wo ist Herr Campbell? Aber ich glaube, ich nehme nochmal im Anschluss auf. Aber ich weiß es noch nicht genau. Oh, man kann aber hier auch nicht so richtig durch. So.
Boah, ich backe jetzt wieder fest. Hallo, rückwärts. Okay, gut, jetzt habe ich es gepackt. Endlich da mal rausgekommen aus diesem blöden Eck. Ich muss außen rum. War ja mal wieder Tag, ich weiß nicht, wie ich mal außen rum. Okay. Ah, was sehe ich denn hier? Ein kleines süßes Steinmädchen traut sich einen ganzen Weg nach hier oben gekommen. Was willst du denn? Meinen mächtigen Maschinensabotieren? Peinlichen Aktion, diese Baracken zu retten, die in Steinen keine Sorge kennt mit. Wir werden nicht den Abreißer in meine Häuser bauen, die wir dann zu einem fantastischen Preis verkaufen werden. Ziemlich genial, oder? Ich werde reich und die Moorlands werden kein Pfennig sehen. Ich werde sogar dabei zugucken können, wie sie weinen, wenn ich Stellen überbrenne. Oh, du bist nicht hier, Engel zu machen, wirklich. Du willst, dass ich dir einen Bulldozer leihe. Du bist witzig, kleines Mädchen. Ha, ha, ha. Und hier an dieser Stelle beenden wir es. Bis zum